Willkommen zurück, Boy. GTA 4, dieses Mal eine Runde The Ballad of Gay Tony mit dem Richard und dem Andreas. Und ja! Yeah! Hallo. Oh, fuck yeah. Oh, da hab ich doch glatten Pulver. Siehst du, wie ich hochflieg? Also, ihr hat das gerade voll rumgehauen. Oh, lol, Alter. Willst du mich Ich bin gerade so hochgeflogen, als Andreas mich umgefahren hat, Alter. Mir war das einfach nur so 20 Meter hoch. Boah, ich war das einfach nur so heftig am Backen, weiß ich, bin in dich reingefahren und du warst noch ungefähr 20 Meter vor mir. Das backt doch gerade rum, wir porten uns hier gerade voll. Ja, wird voll assig. Wer ist Host? Richard. Was hat der für eine Leitung? 16K. Ja, okay. Sollte aber eigentlich funktionieren. Alter. Trotzdem. Aber Andreas, guck dir das Video echt an. Das sieht so geil aus, Mann. Glaube ich dir. Ich flieg da so voll hoch, weißt du? Geil. Ich mach jetzt einen Basejump. Tschüss. Tschüss. Ich heiz hier gerade nur die Straße auf und wieder ab. Mann! LOL! Alter, du willst mich doch verarschen. Ich hab. Jetzt verarsch mich. Schneller, ihr Schlampe! Na, und ja. Ich glaube, einer von euch hat deutlich gelitten. Stirb hoffentlich. Was? Wie macht man das nochmal mit Tastatur, mit Fallschirm auslösen und so? Mausklick, ne? Ja. Cool. Hallo. Oh, what the fuck? Ich glaube, da hat jemand einen leichten Anfall von Husten. Guck mal, dreh dich mal um. Hui. I saw. Ja. Tschau. Weiß, knallt mich so ab. Razor schrotete Toko-LP, weißt du? War ich nicht. Fuck. Steht fett links oben. War ich nicht. Richtig geil. Ach nö, da mach schon wieder einen Abgang, das ist Bullshit. Ey, diese Scheißhauswände, ne? Können die nicht mal. Platsch! 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 Oh, Alter, was hat sich mein Trinken rausgeschirrt, Alter? Oh. Ich hoffe mal, dass der Multiplayer von GTA 5 mindestens genauso episch wird, ey. Am besten noch mit so ein paar lustigen Koop-Missionen, so Mini-Missionen, die man da machen kann. Gibt's hier auch. Ja! Bitte. Yeah! Rauchen! Boah, ich bin das so gewohnt von Battlefield, du drückst Fallschirm, der Fallschirm ist instant da, bei dem so erst die Hand langsam nach hinten führen, dann ziehen, oh, platsch. Oh, die Zeit wird mir kaum erreichen. Zieh ich halt mal am Seil. So, jetzt ungefähr. Vor allen Dingen, wie gechillt die das dann auch noch so machen, so. Oh, der Boden kommt ja immer in Platsch. So, die machen halt ja auch noch so voll gechillt, so als wäre da nix dran, so. Ganz ja, wie ich. Ach, schon wieder. So, 3 cm vom Boden. Zug. Patsch, tot. Ich mag Züge. Platsch. Ich stell dir vor, kurz vor deinem Tod, an allen anderen zieht ihr ganzes Leben vorbei. Er denkt sich nur so: Ich mag Züge. Platsch! Wie viel Spaß du hast, ey. Irgendwas hast du doch heute genommen, oder? Ja, irgendwas. Guck mal, Glitt über 0,03. Thomas, du hast jetzt offiziell gelitten. Jetzt erst? Ja, jetzt erst offiziell. War alles inoffiziell. Ihr dürft jetzt gerne unter sein Video schreiben, dass er gelitten hat. Und darf euch nicht mehr sagen, das stimmt ja nicht. Nee, weiß, warum ich jetzt so gelacht habe, weil es alle anderen kurz vor ihrem Tod, wenn sie falsch um zu spät aufmachen, zieht nochmal ihr ganzes Leben an sich vorbei. Er denkt nur so, ich mag Züge. Hui. Oh, ich heul gerade, krass. Es ist emotional so mitreißend.
Und platsch, gegen die Auswand, weißt du? Ja, genau. Ja, oh, yeah. Du bist gestorben, glaube ich. Kann das sein? Naja, steht groß und fett links oben. Possibility. Oh, wie geil. Ist halt denn die Möglichkeit? Ich fahr gerade mit dem Motorrad hier irgendwo auf dem Baugerüst rum. Ah, Richard, warte, ich komme zu dir. Ich fliege mit dem... Warte, bleib genau so. Nee, tiefer. Ich fliege mit dem... Ich fliege jetzt mit dem Fallschirm in deine Rotorblätter. Platsch! Ja, würde man eigentlich voll da fehlen. Ja, klar. Cool. Ich bin da rein. Wer sonst? Ist doch auch immer so, wenn ein Kleinkind vors Auto rennt, ist das auch die Schuld vom Autofahrer. Ja, genau. Ja, ja, es ist ja ein Kleinkind in die Rotorblätter reingesprungen. Ja. Ist ja fast das Gleiche. Ja. Passiert auch jeden Tag. Ich fahr grad Betonmischer über den Haufen, ne. Oh, so geil. Springst du vom Hochhaus mit dem Fallschirm. Stirbst gleich. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Oh, das guck mal, da kommt der Cheater wieder an. Richtig. Ich bräuchte ich meine Explosion. Hoi, schreiben. Warum Cheater? Weiß ich nicht. Aimbotter. Ne, Cheater ist schon richtig, aber. Ne, ich schieß aber nicht. Versprech dir. Nur den da. Ab. Das ist freundlich. Der kommt da nicht zum Schuss. Hui. Yeah. Mach grad hier voll Stunt-Action. Ich auch, ich bin flicke beim Fallschirm. Voll Stoff durch die City und jetzt gleich auf so eine guck, Feuerleiter. Durch das Gitterloch da. Weißt, da ist natürlich eine Feuerleiter mit 1000 Lücken. Wo flieg ich dagegen? Natürlich nicht genau in eine Lücke rein, sondern platsch, voll gegen das Geländer. Toll, jetzt gibt's hier, warte. Ich werde runterklettern. Jetzt gibt's hier Halfpipe-Action. Hast du ein Motorrad? Klar. Lass mal rauf. Hinten drauf. Whee! Ey, ich will fahren! Ne. Hui. Hör dich ab! Nein! Boah! Scheiße. Nein! Boah! Nein! Ey, lass den Scheiß! Nein! Ich will nicht sterben sehen! Nein! Oh! Boah! Wie ich gerade. Kümmer dich um ihn! Hey, hier gibt's noch Motorräder, guck mal. Ne. Doch, hier draußen, guck. Alter, ja genau! Halt hier, nimm's doch hier, nimm. Oh, da! Victory through sacrifice. Es geht mir ums Ziel. Guck, jetzt sind beide am Arsch. Nein, da vorne gibt's noch eins. Wehe, du klaust mir das. Habt ihr ja toll gemacht. Nein! Ich glaub, da bricht grad die Wichser! Weiß auch so voll die besten Kumpels und dann geht's ums nackte Überleben, weißt du, und dann auf einmal voll die Feinde. Das nackte Motorrad. Scheiß Polizei. Richard, kannst du mal Andreas umsabbeln für mich? Ne, da weint der. Ja. Ich find das nicht okay. Du musst mich nur einmal treffen, du bist so schlecht, ne? Boah, du hast ungefähr ein Magazin gebraucht, um mich zu töten. Ist schlecht. Ist mir egal, ich nehme jetzt ein SUV und fahre die Halfpipe lang. Oder sowas. Nein! Oh fuck. Brand. Boah, ja genau. Weißt, Motorrad, fuck. Auto, Richard kommt gleich mit dem Heli angeflogen. Das muss es sein, oder? Geil. Das hat Style. Ja. Oh, boah. Ey, aber knall uns nicht ab, Richard. Wir haben da ganz voll den Spaß. Whee! Ach, da sind ja Bullen. LOL! LOL! Alter! Was war denn das? Ohne Mist, das war doch. Das war nicht meine Schuld. Zumindest nicht offiziell. Du bist gestorben. Du, ich meine, du hast ja nur mit dem Raketenwerfer geschossen. Nicht deine Schuld. Nö, ich wurde angefahren, dann habe ich aus Reaktion. Dann bin ich aus Versehen auf die Maus gekommen. Nein, das ist mein Vorderrad über deinen Abzug gefahren. Ja. Ja. Nee.
der Reifen hatte eine Beule, der genau in den Abzugbügel gefahren ist, und dann ist da ein bisschen zu hoher Druck in der Beule gewesen, die hat sich dann ausgedehnt und hat den Abzug betätigt. Ja, wer ist denn das? Aua, scheiße. Ich habe es genau analysiert. Analysiert? Pass auf, dass du jetzt keinen Copyright-Strike von hier Julians Blog bekommst. Ja, das, daran habe ich gerade auch gedacht. Der hat doch auch so ein Album, das heißt doch, hieß es immer. Analyse. Ah, fuck. Ich hab das Rot. Ihr habt voll drauf, ne? Das wirst du schon. Was ist? Ihr habt sie voll drauf. Ich weiß. Yeah! Ich weiß, ich hab's so krass drauf, dass ich noch nicht mal aufs Motorrad komme. Ah, schön, was? Jetzt hol ich mir erstmal ein Leben, weil ich hab nämlich selber noch ein Fitzelchen. Scheiß mal auf Leben. Nimm doch auch kein Leben. Ja klar, du baust doch nicht so viele Unfälle wie ich und du fällst auch nicht so oft runter. Stimmt. Ich meine, ich kann ja auch Auto und Motorrad fahren im Vergleich zu dir. Irgendwo Steam war es, glaube ich, hat mich gerade jemand angeschrieben. What the fuck? Wieder so ein typischer GTA-Bug. Ich bin durch so eine ein bisschen zu enge Stelle gefahren, wurde durch den Zaun gedrückt, tot. Oh, jetzt geht's los. Ich sagte, jetzt geht's los, jetzt geht's voran. Was denn? Ja, warte. Oh shit. Nein, Alter. Weißt du, Richard kämpft da voll mit den Pullen, wir zwei voll gechillt, fahren auf der Halfpipe rum, weißt du? Yeah! Stell dir das am echten Leben vor. Guck mal, wo ich stehe! Guck mal, wo ich stehe. Ich hab den Logenplatz. Alter. Hey, stell mal vor, so im echten Leben, du bist auf der Halfpipe, weißt du, so einer hat voll die Schießerei mit dem Bullen, du stehst nur daneben, fährst auf der Halfpipe rum. Guck mal, wo ich stehe, Thomas. Ich hab's so gesehen. Wir haben so einen geilen Logenplatz. Das ist dein Ding, dein privater Parkplatz hier. So, jetzt geht's wieder runter. Hui. Ja, nein, aber. Vor mit dem Schädeldecke, weißt du, auf den Asphalt geknallt, weißt du. Weißt du, wie ich mein. Oh, geil. Okay, wo ist Richard eigentlich? Ich will mir gerade eine andere Waffe. Ja, plunk. Dieses einfach. Hast gesehen. Warte kurz, warte, ich fahr mal mit meinem Motorrad gegen dein Auto. Das wird nichts bringen, aber warte kurz. So. Geduld, Geduld. Ich komme. Das wird gemacht, nochmal. Warte, ja, ich mach nochmal, warte kurz. Ich kann ein bisschen den Motor heulen lassen. Das ist wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Ey, wie ein Schaf. Da hat es noch mehr gearscht. So, Anlauf nehmen. Zielen und Vollgas. Ja, nein. Genau, warte, ich hole mir ein neues Auto. Nein, Blödsinn, neuer Versuch. Ich hole mir jetzt ein SUV und heiz die Karre darunter. Ups. Nein, da komme ich jetzt bestimmt nicht hoch zu Fuß, oder? Ich glaube nicht. Nein, mein Motorrad hängt da oben, verdammt. Nimm mich mit. Oh. Weißt du, wie so ein Polizist Richard, vorbei Streife läuft? Nein, Richard, nein. Ja! Yeah. Oh, oh. Push. Richard, kannst du mir mein Motorrad mal runterbringen? Oder ach, jetzt ist mein Auto da sogar schon runter. Oder? Ja, geht's. Aua. Ich bin nicht schuld, du bist gestorben. Haut's mich da voll weg. Oh, geil. Ist die lustigste Aufnahme GTA 4 seit Wochen irgendwie. Oh, Mann. Oh, yeah. Na, ja, scheiße. Der Flaschenschiff senkt. Ach, fuck. Oh, no. Oh, no. Lass.